Hey Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Rage Games. Ja, wir sind in Folge 12 angelangt. In der letzten Folge war ich an der Oberfläche und ich habe, sagen wir mal so, eine kleine Basis mal geplündert. Jetzt sind wir wieder in meiner Basis und ich bin nicht alleine. Diesmal sind hier noch einige andere User drauf. Und ich weiß nur zufällig, dass einer davon schon alles aus Diamanten hat. Was mir nicht so gut gefällt. Aber naja, was will man machen? Ich versuche hier mich mal eben wieder in der Diamantensuche. Dafür muss ich einfach nur. Moment mal. So. Ah, okay, ich muss etwas weiter tiefer. Ich muss in Ebene 7 rein. Bei Y. Das liegt einfach nur daran, weil, so wie ich es schon mitbekommen habe, ist auf Ebene 7 eine große Wahrscheinlichkeit, dass man Diamanten findet. Bep, bep. So, Ebene 7, also ab hier. Ja, dann fange ich hier mal an zu graben. Und meine Hoffnung ist noch immer, dass ich wirklich mal Diamanten finde, weil ohne Diamanten bin ich verloren in dem Spiel. So. Die Fackeln bräuchte ich hier dringendst, weil es wird hier ein wenig dunkel. Da kommt eine mal hin. Ach, guck mal, da unten haben wir schon Bedrock. Tja. So, das sieht schon mal gut aus. Grabe ich mich mal hier hoch und baue mir hier mal einen kleinen Weg. Ja, so. In der letzten Folge haben wir ja die eine Basis da ins Infiltrill. Oh, meine Güte, was ist heute wieder mit mir los? Also, wir haben die eine Basis da mal etwas ausgeplündert und dort eine kleine Falle gestellt. Ich hoffe, dort waren noch welche, sonst habe ich einfach umsonst Lava dorthin geschüttet. Ja, und ich habe auch nochmal im Regelwerk nachgeguckt, das durfte ich sogar und ich durfte die auch ausplündern. Selber schuld, wenn sie die nicht schützen. So, na gut, was haben wir denn hier? Erstmal Stein, 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 Stein. Ich will hier einfach nur mal durch mich graben und vielleicht auf ein paar Dias treffen, weil das ist für mich bis jetzt Prio 1, Dias sammeln. Und keine Kohle. Ich finde alles außer Dias. Das ist wieder so praktisch. So, eine Workbench. Die kommt mal hier einfach hin. Habe ich noch Holz? War ja so klar. Ich habe natürlich kein Holz bei mir. Müsste ich gleich einmal zurück. Und in der Zwischenzeit sammle ich einfach die Kohle mit ein, weil wenn schon mal Kohle hier ist, dann kann ich sie auch gleich mitnehmen. So. Ach, guck mal, dahinter geht... Ach Gott, da geht's ja weiter mit Kohle. Ist irgendwie sehr viel Kohle, muss ich sagen. So, und da ist meine schöne Spitzhacke zerbrochen. Jetzt kann ich noch mal kurz die auf Stein benutzen. Weil ich will diese Kohle mithaben.
also mitnehmen. Und ich bin noch immer am Hoffen, dass ich nicht angegriffen werde, sonst habe ich ein Problem. Und da hinten wird es schon so dunkel, das ist nicht schön. So, da unten haben wir noch Kohle. Habe ich sonst alles mitgenommen? Ja, sieht doch gut aus. Da war nichts drin. Ich gehe mal eben schnell mir eine Eisenspitzhacke wieder craften. Ah, da waren noch ein paar Redstones. So, hier konnte ich ja, hier konnte ich ja, hier bin ich hergekommen. Okay, dann gehe ich mal hier hoch wieder. Oben. Gut, habe ich denn noch Holz überhaupt? So wie es aussieht, nein. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. So, euch verteule ich mal hier. Ihr kriegt da mal beide ein bisschen Kohle. Da kommt noch mal Kohle rein und die Flamme, also Fackel nehme ich mit. Und so schwer es mir fällt, aber ich muss Holz hacken. Ich muss einmal wieder an die Oberfläche. Tja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob da wirklich die alle auf mich warten oder. Okay, wir haben Tag, ist schon mal praktisch. Oder ob ich Glück habe. So wie es aussieht, habe ich aktuell Glück. Gut, da haben wir schon mal ein paar Holzstücke, brauche aber ein bisschen mehr. So, kommt der Baum kommt hier auch noch mit. So. Ja. Das sollte, glaube ich, reichen. So, dann gehe ich mal wieder schnell runter, dass ich wieder in meinem schönen Heim bin. So, Tür zu und weiter geht's. Es muss sofort weitergefarmt werden, sonst habe ich hier keine Chance. Dafür bauen wir uns jetzt erstmal ein paar Spitzhacken. Drei Stück sollten reichen. Zwar es scheint es ein wenig übertrieben zu sein, drei Spitzhacken zu bauen, aber das hat schon alles seinen Sinn bei mir. Rot nehmen wir, Eisen nehmen wir natürlich mit, ich will es nicht geklaut bekommen. So, hier müssen wir runter. Das war, glaube ich, hier. Genau, hier war es. So, und dann gehen wir mal weiter und schauen mal, ob wir jetzt auf jeden Fall mal Diamanten finden, weil das ist für mich wichtig. Und dafür graben wir und graben wir und graben wir uns einfach mal quer durch das ganze Feld. Wenn wir Glück haben, finden wir was. Wenn wir Pech haben, eben nicht. Bin noch immer auf Ebene 7, wo die Dias eigentlich sehr gut zu finden sein sollten.
Tja, und so lange grabe ich mich mal hier eben durchs Gebirge. Ende wird es mir wieder ein wenig dunkel. So. Da gehen wir mal weiter. Da haben wir schon mal wieder Erde. Was auch immer Erde in so einer tiefen Ebene zu suchen hat, ich weiß es nicht. Da hinten haben wir wieder ein wenig Eisen. Hier ist Kies. Dann baue ich mal da eine Fackel hin. Sammel hier das Eisen. Baue hier mal Kies ab. Und da kommt von oben noch mal Kies. Hier kommt mal eine Fackel wieder hin und ich baue mal weiter. Ich hätte mir eine Schaufel mal craften sollen. Das wäre, glaube ich, optimaler in diesem Bereich gewesen. Da hinten ist wieder Erde. Gehen wir mal da rein. Ich baue hier gerade einfach nur mal planlos drauf los, um einfach nur zu hoffen, dass ich bisschen, ja, dass ich eben ein bisschen Diamant finde, weil zumindest, dass ich eine Diamantenrüstung beziehungsweise Diamantenwaffen bekomme, das wäre schon richtig ein richtiger Erfolg für mich. So, hier haben wir wieder sehr viel Kohle. Wirklich sehr viel Kohle. Also, das habe ich bis jetzt auch noch nie erlebt, dass sich so viel Kohle auf einem Fleck befindet. Ah, so, weiter geht's. Hier kramen wir rein, da kramen wir rein, da oben kramen wir rein, da kramen wir rein und uns fehlen Fackeln. Also, nehmen wir mal hier ein paar Fackeln. So, da nehmen wir hier. Ah, so sollte es reichen. Oder beziehungsweise wir können noch mehr machen. Und zwar jetzt nochmal 10 Stück. Beziehungsweise 40. So. Und ja, wir haben auch nicht mehr lange. Die ersten leften schon wieder vom Server. Ich baue mal hier ein wenig nochmal den Gang voll. So. Wie viele haben wir denn dann noch? Zwei. Baue ich einfach mal hier hin, ganz schnell. So, jetzt haben wir alle mitgenommen. Und ich baue mal mich wieder schnell weiter. So, 1 Minute haben wir noch. Ich glaube, es hat auch jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich hier weiter grabe. Ich gehe einfach mal wieder schnell zu meinem Spawn zurück. Hier unten haben wir noch ein paar Suppen. Ja, Baum brauche ich, Erde brauche ich, Holzstäbe, die nehme ich gerne mit. Die Torches, ja, gegen was könnte ich die denn eintauschen? Hier, Kies brauche ich nicht. Ach nee, dann nehme ich doch lieber die Kohle mit. Ist wichtiger als die blöden Fackeln. Ja, so, jetzt stürme ich einfach mal schnell zurück, um einfach an meinem normalen Startpunkt wieder zu sein. Hoppala. Renn, 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 renn.
Redstone nehme ich natürlich nochmal mit. Gehen wir mal hier hoch. So, und ja, da sind wir schon wieder an unserer Ausgangsposition. So, niemand hier, das ist gut. Ja, und Leute, das war's dann soweit von Folge 12 von den Rage Games. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns dann spätestens in Folge 13 wieder und ich hoffe, da werde ich mal Diamanten finden. Also, jetzt noch einen schönen Tag hier auf YouTube und wir sehen uns in Folge 13 der Rage Games.